auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Dominik, so wie ich es gesehen habe heute, hätte es heute für euch höher ausgehen können, aber 3 Punkte. Wie hast du das Spiel gesehen und erlebt? Ja, ich finde, unsere Mannschaft hat super begonnen. Wir haben richtig Druck gemacht, haben die nicht spielen lassen und haben auch viele Chancen kreiert. Leider ohne Glück und Erfolg. Und ja, somit geht es zu 0-0 in die Pause. Zweite Halbzeit sind wir eigentlich auch ganz gut rausgekommen. Machen dann eigentlich das 1-0 und spielen dann auch noch gegen 10 Mann. Ja, dann denkt man halt, ja, jetzt wird es ganz einfach, jetzt schießt man vielleicht gleich 2-0, 3-0, aber so war es nicht. Und dementsprechend haben wir uns irgendwie selber das Leben dann am Ende schwer gemacht. Letztendlich sind wir einfach froh, dass wir 3 Punkte haben und gewonnen haben. Eine Schlüsselszene in der ersten Halbzeit war die rote Karte. Wie hast du sie gesehen? Ja, es waren 2 Männer auf gleicher Höhe, letzter Mann. Er trifft ihn ganz klar, er hat einen riesen Wunde am Knie. Und dementsprechend sehe ich so, dass man schon rot zeigen kann. Ja, vielleicht auch dunkelgelb. Letztendlich hat es uns ja doch ein bisschen in die Karten gespielt und dementsprechend, ja, schade für den Gegner, gut für uns. In der zweiten Halbzeit bist du einmal zu Boden gegangen und da habe ich fast befürchtet, dass irgendwie eine größere oder die Knieverletzung wieder aufgebrochen ist, so wie ich dich gesehen habe. Hast du das auch gedacht? Was ist da gewesen? Ja, es war so, dass es genau die Wunde, wo letztendlich vor 4 Wochen in etwa passiert ist. Das Gleiche hat sich wieder so angefühlt, ähnlich. Und ich konnte aber noch laufen, wollte dann unbedingt noch mal rein, wollte unbedingt noch ein Tor schießen und der Mannschaft helfen. Aber letztendlich war es wahrscheinlich besser, dass ich dann ausgewechselt worden bin. Und ja, Schutz vor sich selber. Ja, wie geht's dir jetzt? Wie fit bist du und wie geht's dir mit dieser Verletzung? Ja, also das wird sich dann zeigen in der nächsten Beanspruchung. Meistens am Tag der Verletzung ist nicht so schlimm. Meistens merkt man es ja schon einen Tag später. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht so wild ist. Ich denke vielleicht am Montag ein bisschen Reha und mit dem Physio und dann schauen wir mal, wie es am Mittwoch ist im Training. Ja, sicherlich nervt es euch vielleicht, dass da vielleicht noch Fragen kommen, aber in letzter Zeit hat ja der CFR auch weniger mit sportlichen Sachen von sich reden gemacht. Wie geht ihr als Mannschaft damit um oder besser gesagt, wie habt ihr das jetzt weggesteckt? Ja, für uns als Mannschaft ist es so, dass wir können dazu viel nichts sagen und auch tun. Für uns ist relativ schnell wieder der Alltag eingetroffen. Im nächsten Training war das Ganze eigentlich gar nicht mehr so groß auf dem Schirm für uns. Wir müssen uns aufs Fußballerische konzentrieren und schauen, dass wir Punkte holen. Klar für den Verein, das stand natürlich sehr in Schlagzeilen. Und ja, also wir sind einfach froh, dass wir die 6 Punkte geholt haben, die letzten 2 Spiele. Es war eine gute Antwort auf die Sache, die passiert ist. Und so müssen wir weitermachen. Wir müssen schauen, dass wir einfach so viel wie möglich Punkte holen. Und ich glaube, dass jetzt keiner mehr großartig da viel drüber reden wird. Nächstes Spiel, auswärts gegen Oberachern. Was denkst du, wie ihr diese Aufgabe lösen wollt? Oberachern, ja, ich denke mal, dass Oberachern zu Hause sehr stark ist. Je nachdem, ob man auf dem Kunstrasen oder auf dem Rasen spielt, müssen wir schauen, wie wir uns da schlagen können. Aber wie gesagt, wir gehen hin und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und da spielen auch 2 Spieler, die damals bei uns gespielt haben. Da sind wir auch ein bisschen mehr motiviert. Und wir hoffen einfach, dass alle verletzungsfrei bleiben. Und dann haben wir eine gute Mannschaft nächste Woche und schauen wir mal, was da so geht. Dominik, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Danke auch. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.